Wir haben eine Patientin, die einer Blutverdünnung dauerhaft bedarf, weil sie sonst in Gefahr ist, Gerinnsel im Herzen zu bilden, weil sie eine Herzrhythmusstörung hat, die dazu neigt, solche Gerinnsel hervorzubringen. Man nennt das ein Vorhofflimmern. Diese Patienten müssen dauerhaft, lebenslang blutverdünnt werden. Bei vielen dieser Patienten tritt allerdings im Laufe der Zeit unerwünschte Wirkungen der Blutverdünnung auf, meistens in Form von schweren Blutungen. Da man unter diesen Umständen die Blutverdünnung nicht weitergeben kann und darf, muss man diese absetzen, möchte aber das Risiko eines Schlaganfalls, was man dann ja wieder hätte, vermeiden. Und zu diesem Zwecke verschließt man im Herzen eine Stelle, die sich das Vorhofohr nennt. Und diese Stelle ist diejenige, wo 95% der Gerinnsel entstehen. Gott sei Dank ist es so, dass dieses Vorhofohr, das wir Ihnen gleich zeigen werden, für keine bekannte wichtige Funktion des Herzens steht. Es wie ein kleiner Blinddarm am Vorhof dranhängt und gefahrlos und auch folgenlos verschlossen werden kann. Nach einem solchen Verschluss muss der Patient noch etwa 3 Monate lang eine Blutverdünnung einnehmen, bis die Herzinnenhaut diesen Deckel überkleidet hat. Danach kann auf jede weitere Blutverdünnung verzichtet werden. So sieht der Okluder aus, den wir, das ist die Ankerscheibe, die wird später im Ohr verankert und dann wird der Deckel freigesetzt und dieser Deckel verschließt den Eingang. So, wir stellen uns das Ohr jetzt einmal mit der Führungsschleuse dar, gib, so, und haben damit eine gute Orientierung, wo wir uns mit der Schleuse befinden, nämlich schon bereits etwa im Hals des Vorhofohrs. Dort entwickeln wir zunächst den distalen Ankerteil. Das ist sowohl im Röntgen als auch in der TE gut erkennbar. Nochmal ein bisschen geben. Jetzt entwickeln wir den Anker weiter. Und setzen die Anker, die Scheibe ab, platzieren die an den Eingang und haben in erster Annäherung bereits ein gutes Ergebnis. Wir führen jetzt einen Zugtest durch, einen Stresstest, um die Stabilität zu prüfen. Etwa so. Das wird toleriert, wird ausgehalten, er disloziert nicht. Und jetzt geben wir ihn wieder frei. Und er zieht sich auch in seine ursprüngliche Position sehr gut zurück. Damit haben wir hier einen gut sitzenden, gut verankerten Okluder. Und jetzt sehen wir, dass das Vorhofohr bereits weitestgehend vom Blutfluss abgeschlossen ist. Durch die Maschen tritt noch etwas Blut durch. In den nächsten Tagen und Wochen wird das überkleidet werden von Herzinnenhaut, von Endokard. Und sobald dieser Prozess abgeschlossen ist, werden wir eine vollständige Dichtigkeit und somit Exklusion des Vorhofohrs erhalten.